Umgang mit Gram bei anderen. Vielleicht erlebst du, dass in deiner Umgebung jemand ist, der sich grämt. Er hat viel Gram. Gram im Sinne von Traurigkeit, Gram im Sinne von Gekränktsein, Gram im Sinne von großen Enttäuschungen. Wie kannst du ihm helfen? Zum einen musst du überlegen, liegt der Grund für seinen Gram kurz zurück? Ist es vielleicht ein Verlust? Ist es vielleicht eine schwere Enttäuschung? Dann gibt es ja den Trauerprozess, dessen Kenntnis manchmal helfen kann. Auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de gibt es auch eine ganze Seite über Trauerprozess. Dort kannst du einiges nachlesen und das hilft dir vielleicht, einen anderen zu verstehen. Menschen, die einen guten Grund haben für einen Gram oder die sich grämen, die brauchen vielleicht mal jemand, der ihnen zuhört. Manche haben chaotische Emotionen, schimpfen mal und sind dann wieder guter Dinge und danach sind sie wieder traurig und dann sind sie enthusiastisch. Die Phase der chaotischen Emotionen ist eine Phase. Dann gibt es auch die Phase der Niedergeschlagenheit, wo man sich in der Stille grämt, wo man mehr für sich sein will. Dann gibt es auch die Phase der Überhöhung der Vergangenheit. Alles war früher so gut und jetzt ist das passiert. Sinnkrise kann dazukommen. Und dann gibt es die Phase, wo jemand bereit wäre, wieder ins Leben zurückzugehen. Und dort braucht er oft Menschen, die ihm dabei helfen. Vielleicht kannst du das sein. Vielleicht kannst du den anderen um Hilfe bitten. Vielleicht kannst du ihn oder sie um einen Gefallen bitten. Manchmal sind Menschen dann bereit, aus ihrer Isolation herauszukommen, wenn sie um Gefallen gebeten werden. Wenn sie das Gefühl haben, ich werde gebraucht. Wenn sie das Gefühl haben, ich habe etwas Wichtiges beizutragen. Und wer das Gefühl hat, er wird gebraucht, sein Leben hat einen neuen Sinn, Menschen wertschätzen ihn oder sie, der oder die wird dann auch wieder neue Freude finden, neuen Sinn und dann immer wieder auch aus diesem Gram herauswachsen, neue Freude, neuen Enthusiasmus finden.